sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Okay. Wow. Ich muss in Bewegung bleiben. Das reicht. Ja, ja, ja. Das passt schon hier. Was ein Vieh, Alter. Klar, hab ich's geschafft. Easy peasy. BD? BD1! Alles okay? Glück gehabt, kleiner Freund. Hab ich gesagt, du sollst aufpassen, wen du scannst? Komm her. Ich hätte dich in diesem Ratanes lassen sollen. So. Irgendwas zu looten? Hier nicht. Ich hab mal kaputt. Oh, wow, wow. Vorsicht. Da, neuer Samen entdeckt. Das ist doch was. Oh, hallo? Sie sollten nicht hier sein. Ich nehme es mal mit. Ich werde dich zur Strecke bringen. Ah, wow, das war ja richtig schmerzhaft. Hör doch auf. Waffe aktivieren. Brauche ich ja tatsächlich ein bisschen Energy. Zum ersten Mal. Machen wir uns erstmal hier den Galactica-Roboter. Was muss der heißen? Fähigkeitspunkt verdient. Da kann ich wieder hoch. Das Ding kann ich bewegen. Wohin? Ja, scannen. Das könnte ich da hinpacken, ne? Ah ne, das muss darüber. Greifen. Ah, ich kann es ziehen. Okay. Aber das reicht doch, oder? Nee, okay. Ah, da geht's gar nicht hoch. Oh, verdammt. Buddies, Baby One. Was willst du scannen? Ein Droiden. Oh. Hat sich gut getarnt, das Viech. Da ist noch so ein Viech. Ah, okay, dann muss ich die Kiste da hinpacken. Dass ich da hochkomme. Das ist so eine Art Schienenbahn, wo dann darüber fährt. Oh, what?
Bringt das was? Nee. Kann ich auch nicht klettern. Nee. Also das Teil ist hier wohl so ein Schienending. Ja, über die Wand kann ich jumpen. Okay, dann nehmen wir die Kiste mal mit. Vielleicht geht das so. Geht so. Neuer Kopf. Für den kleinen Stinker. Und rüber. Juhu. Ist das? Borglinge. Fuchs? Ihr seid weit weg von Bogano. Ob ich das auch kann, BD? Klar. Konnten wir doch schon im ersten Teil. Easy. So, wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Wenn ich das richtig sehe, jawollo. Lichtschwert. Strudelsprung. Halte LB und drücke X, um vorzustoßen, während du das Lichtschwert kreisförmig bewegst. Ja. Endloser Hurricane. Drücke weiterhin X, um am Ende der Doppelklingenangriffskette zusätzliche Angriffe hinzuzufügen. Jawohl. Nehmen wir den. Ja, so habe ich es gern. Tibidi Tobidi. Okay. Da wir schon mal hier sind, machen wir gleich eins der Trainings. Parieren. Zu spät. Komm. Zweimal. Du kannst mich nicht besiegen. Und dreimal. So. Dann. Speichern und Lager abchecken. Okay, das ist dicht. Das ist das Ding von da unten. Okay, weiter. Na, ihr Bücklinge oder wie ihr heißt. Bocklinge. Südliches Gebiet. Kennen wir uns nicht? Kann sein. Im betrunkenen Zustand ist schon einiges passiert. Kein schlechter Tapetenwechsel. Grease müsste hier irgendwo wohnen. Wow. Sieh dir das an. Netter Ausblick, oder? Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung greifen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Sieht genauso aus wie die, wo gestorben ist, ne? Grease Striders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Ich bin Cal. Das ist BD1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde ich auch. Schau. Ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüßt du Madendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, versteh schon. Danke für den Tipp, Mosey. Kein Ding. Kein Ding. So.
kaputt machen hier. Komisches Türmchen. So. Hey yo, was geht? Wilde Kreatur. Gut, dass ich da runter muss, klar. Da muss ich hin. Hauptziel. Okay. Findigreets. Ja. Gut. Was ist hier? Nest? Nein. Gehen wir mal ins Dörfchen. Da ist er wieder. Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte mir mal den Stall ansehen. Das hier ist er nicht. Ich kümmere mich hier nur um Brutus. Er ist ein Neko. Der Stall ist unten im Ort. Auch du, mein Sohn Brutus. Wenn du ein Tier gesappelt haben willst, komm vorbei. Das werde ich mir merken, Mosi. Danke. Mosi. Oh, der Bart wird länger. Da ist auch schon eine Weile unterwegs, ne? Wollen die auch kaputt machen? Jawohl. Aber keine Samen diesmal. So, hier kann ich runter. Ich dachte, es wäre ein braves Tier. Schlingen. Jetzt haben wir hier natürlich gerade ein großes Gebiet entdeckt. Was ein bisschen doof ist mit unserer Planung, was essen zu gehen. Hey, 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 hey. Alter. Die kann man doch eigentlich... Gucken wir hier mal. Eier. Wir brauchen noch Eier. Aus. Haha. Ja. Ich gehe aber trotzdem wieder hoch. Dass wir da über die Schlucht kommen. Das ist ein Teil. Schnipp. Seid ihr? Ihr seid Viecher. Critters. Kleine Monster. Bramlik. Das große Tal. Sieht aus, als kann man da hoch. Auf jeden Fall kann man hier schon mal rüber. Kiste looten.
Wo ist das Vieh, wo ich da höre? Oh. Digga. Oh. Ich hatte schon Bedenken, dass es nicht reichen wird. Samen. Jetzt brauchen wir einen Ort, um sie einzupflanzen. Sonne, war nur Feuer. Mal kurz gucken. War das wieder so ein Vieh? Kerl an. Stell dir vor, dir würde etwas, das so flauschig ist, Angst machen. Unmöglich. Boah, ist ja echt Hunger, ey. Mach hin noch. Oh, das war aber ordentlich hier. Steinskulpturen. Da auch. Okay, mal da unten mal ein bisschen kämpfen, wa? Na, du doofes Vieh. Stein machen. Das Ding hier kaputt schallern. Nee. Hätte ja sein können. Hüpf. Hüpf. Du hast eine Chance nicht von 0,3%, mich im Nahkampf zu besiegen. Meine Chancen standen schon schlechter. Na, das ist ja hier besetzt von bösen Buben. Na, komm, wir gehen mal da lang. War das die Ecke, wo wir rein sind vorhin? Ah, das ist... Okay. Da ist wieder der Nicht-Stall. Dieses Gebäude ist definitiv anders als die übrigen. Gehen wir mal gucken, was das denn für ein Gebäude ist. Achso, jetzt komme ich wieder da hoch. Ja, auch Schwachfug. Gar nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
ist noch zu, das können wir noch nicht. Ja, okay. Ja, aber ich würde sagen, wir machen das wie bei Teil 1 damals. Wir gucken, dass wir die Story verfolgen, da alles freispielen und dann im Nachhinein auf 100% machen. Oh. Was liegt da? Was Totes. Okay. Roger, Roger. Überall noch zu. Ja, komm. Nicht identifiziert ist gehoben. Wie bitte? So, gesichtet. Dann. Ich sehe mich mal um. Erledigt ihn. Okay. So nicht. Wow. Guck mal, ein Tier. Hallo. Das ist zahm. Die nicht. Hey, hey, lass mich aufstehen. Ja, gleich durch. Ich werde es aber auch so machen. Wie ich es beim ersten Teil auch schon gemacht habe. Erstmal die Story durch, dann ist alles freigeschaltet und so weiter. Alles aufgelevelt. Und dann gehe ich nochmal rein und mache es auf 100%. Oh nein. Boller. Aber ist diesmal definitiv viel größere und verschachteltere Areale. Was ja cool ist. So, wo muss ich hin? Nee, halt. Ah. Da muss ich hin. Pin platzieren. Ungefähr da, ja. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich den Pin sehen soll. Aber ich habe mal einen platziert. So. Kurz checken. Ja. Liegt doch auf dem Weg. Na, wer bist du? Ein Roboter, der gerne ein Huhn wäre. Wo soll ich da hin? Da rein, oder was? Nee. Ah, jetzt ist... Ah, ja, okay, hab mich ein bisschen verlaufen. Genau, das war die Markierung, die kann man dann entfernen. Gehen wir da hin. Da muss ich rein. Oh, what? Ah, da leuchtet was Blaues. Ist das vielleicht sogar ein Speicherpunkt? Nein. Ein Echo. Lasst euch das allen eine Lehre sein. Alles klar, bis später, Zeus. Wenn mein Außenposten kommt,
jage ich euch und erlege euch eigenhändig. Ja, es ist halt noch die Frage, ne? Bestelle ich mir einen Jufka? Oder gucke ich mal, was der Kühlschrank so zu bieten hat? Was nicht so viel sein dürfte. Erfahrungsgemäß. Ja, komm, komm her. Ach, scheiß auf die Werkbank. Ich muss meinen Geist freimachen. Genau. Open your mind. So. Na, wir gucken mal bei Lichtschwert. Oh, der Doppelklinge. Komm, nehmen wir das. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Mach's nämlich schnipp. So, dann machen wir noch ein Training. Ausweichen, ja gut. Tritt vor zur Identifizierung. Komm zurück! Hast du Angst vor einem Treffer? Hm? Zu früh? Ja, toll. Einmal. Komm, nochmal. Tadam. Auch abgeschlossen. Hoffentlich zählt das auch bei Xbox. Ich habe ja, als es vorhin abgestürzt war, habe ich es ja über EA Play gestartet. Aber bestimmt. So. Und weiter. Speichert.